berichten Eduard Wolter und Felix Schützler. Da macht eine Fernsehshow Schlagzeilen, die Promis verändert. Und zwar bis zur Unkenntlichkeit. Denn die Stars tauschen dabei ihre Nationalität. Also schwarze Menschen werden weiß, aus einer Britin wird eine Inderin. Und so geschehen bei Samantha Fox. Genau der Dame, die mit freizügigen Fotos und einem Liedchen in den 80ern berühmt wurde. Wie Samantha als alte Inderin aussieht und ob sie von ihren Freunden und Bekannten so erkannt wurde, das zeigt Ihnen Ingo Tretbar. Zeig mir, wie du liegst und ich sag dir, wie du liebst. Das behaupte nicht ich, sondern Psychologen. Sie meinen allen Ernstes, dass man im Schlaf eine ganze Menge über sich selbst und seine Beziehung verrät. An der Schlafposition soll sich ablesen lassen, ob man zum Beispiel den passenden Partner hat. Klingt spannend und genau deswegen haben Isabel Schlösser und Anke Schulze unsere Promis um Stellungnahme gebeten. Aber noch nicht eher aufregend. Verfolgungsmanöver von Paparazzi werden ab jetzt nämlich härter bestraft. Welche Promis da aufatmen können, weiß Michel Briegel in Starblitz. Kein Gerücht, sondern Fakt ist, dass wir 5.000 Euro im Jackpot haben. Und ich finde, Sie sollten heute mal mitspielen. Schauen Sie doch bitte mal auf dieses. Es geht um 5.000 Euro. Und gleich zeigen wir Ihnen, wie es Designerin Sarah Kern auf einer exklusiven Schönheitsfarm ergangen ist. Es wird Teil 2. Auch bei Promis geht mal was schief. Wir zeigen Ihnen gleich, wie der teure Wellness-Tag von Sarah Kern zum Stresstag wurde. Vorher aber hoffe ich, dass Frau Tarini Harigeran aus Münster nicht gestresst ist und ganz cool den Jackpot abräumt. Guten Abend. Guten Abend. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen? Ja, sehr richtig sogar. Wo kommt der Name denn her? Der kommt aus Sri Lanka. Ah, klingt ganz schön. Ich hoffe, Ihre Antwort klingt noch schöner. Wer bitte schön ist denn auf unserem Promi? Wissen Sie, wollen wir um den Jackpot spielen? Nein, danke. Ich habe heute leider nicht die ganze Sendung gesehen und daher darf ich Ihnen zu 1.000 Euro gratulieren. Die schicken wir nach Münster. Danke. Tarini und ich danke fürs Mitspielen. Schön, dass Sie sich so freuen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Heiße Ölmassage, entspannende Gesichtsmaske, ein erholsamer Spaziergang im winterlichen Kitzbühel, das klingt nach purem Genuss. Und genau davon hatte die gestresste Modedesignerin Sarah Kern auch geträumt. Sie hat nur einen wesentlichen Fehler begangen, sie hat ihr Handy mitgenommen. Regina Schauning und Alexa Scholz über einen Wellness-Tag, der zum Arbeitstag wurde. Heute hofft Lisa in Verliebt in Berlin, dass sie David gut gestärkt hat für sein großes Gespräch mit Mariella. Gleich geht's los. Ich sag nur noch schnell auf Wiedersehen. Bis morgen um 10 vor 7. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.